Moin, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zum Grundkurs Gaming und zu Happy Metal Gaming. Reike ist heute hier, wir spielen in der RTL Blood Bowl 2. Moinsen, Reike. Hallo! Wir spielen Orks gegen Skaven, also ich spiele Skaven, Reike spielt Reikes Raufbolde mit sehr coolen Namen übrigens, habe ich schon gesehen. Dankeschön. Das Thema ist Programm. Ja, Technische das. Brillanz darfst du nicht erwarten. Du, ich habe auch erst drei Spiele, glaube ich, mit Skaven gemacht. Von daher, ne? Wir. Ja, das ist gut. Ich habe bisher alle meine Spiele mit Orks gemacht, aber das sind auch nur so 8. Ah ja, na, dann dürfte das ja hier ausgeglichen werden, oder? Wir haben 3 Minuten Zugzeit. Das ist eine Sache, die ich begrüße, ehrlich gesagt, weil ich Ja, manchmal also so bummle. 2,5 brauche ich schon meistens, das stimmt. Ja. Wollen wir mal den großen Schritt wagen und auf Starten drücken? Ja, lass uns mal hier. Soll ich 3-2-1. anzählen? Ja, C. Okay, 3, 2, 1, los. Oh mein Gott. Haha, es passiert Ah. tatsächlich was. Der Die. ominöse Button macht was. Ach shit, jetzt muss ich hier natürlich. Warte mal. Ja. Das Geile ist, Invitation bekommen halt, ne? Ja. Und, aber ich habe natürlich meine Steam-Freundesliste Deaktiviert. deaktiviert, damit hier keiner herumstresst. Logisch. Und Wahrscheinlich habe ich auch eine Einladung von dir bekommen und hab's nicht gemerkt, weil meins auch aus ist. wahrscheinlich. Warte mal, ich cancel das nochmal. Kannst du da nochmal draufhauen gerade? Sekunde. Soll ich nochmal? Ja, mach mal. Bums. So, und es ist aber nichts passiert, interessanterweise. Also Ah. diesmal original gar nichts. Warte mal, ich Die drück mal hier auch Liga auf. fängt gut an. Oh, Moment, Moment, Moment. Ah, ja, jetzt hat's funktioniert. Aha. Ja, wir Ah. sind schon so alle Hacker. Also man darf nicht gleichzeitig draufdrücken, ne? Man muss versetzt auf Start drücken, wie es aussieht. Das muss einem auch erstmal einer erklären. So, ja, genau, ne? Aber wir haben es geschafft. Erste Hürde schon mal genommen. So, ich habe kein Geld, um irgendwas auszugeben. Ich Von meine, daher. Portokasse null, ne? Ich meine, das muss man ausnutzen, also ja. Ja. Vernünftig. Aber wir haben auch beide relativ genau die 1000 Punkte ausgenutzt, ne? Ja, ich weiß gar nicht. Du hast, glaube ich, 980 Nee, ausgegeben. ich habe Kann auch das genau sein? 1000. Ah, Genau auch, 1000. ja, ich auch. Das Einzige, was ich gesehen habe, ich glaube, es haben auch fast alle 1000, außer die Zwerge, glaube ich, die waren bei 960. Ich weiß nicht. Ich weiß, ein oder zwei Mannschaften waren irgendwie knapp drunter und der Rest hat es halt irgendwie in Fanfactor oder Ja, genau. Assistenzcoaches oder sowas. Worin hast du das Fanfactor, investiert? genau. Fanfactor. Weil ich hatte es jetzt schon ein oder andere Mal, dass mir das Anstoß-Event ganz schön hart mein Spiel versaut hat, indem es mir wirklich ein Schwarzrock vom Feld gehauen hat. Ja, Und ich dachte, ungeil. nicht nochmal. Den Scheiß Nee. kannst du knicken. Auf Also, jeden wie es Fall. aussieht, spielen wir bei dir zu Hause. Das sieht alles ziemlich giftig aus. Ja, ich habe Heimrecht. Bei mir ist ein. Das sieht aus wie ein Zwergenstadion. Also der Rasen ist so erschreckend grün irgendwie. Ich weiß gar nicht, was da Das ist abgeht. Nee. Kunstrasen. Ja, Hier wächst irgendwie. nichts mehr. Nee, aber ich glaube, es ist schon das Skavenstadion. Aber Mit Hintergrund den. erstmal Orkidas. Das sind meine Jungs. Na, richtig. Du spielst ja mit 4 Blitzern und 4 Schwarzorks, habe ich Ja, gesehen. natürlich. Also ich freue mich schon drauf. Ich bin gespannt, wie viele meiner Ratten am Ende des Spiels noch stehen werden, Na irgendwie. gut, du hast einen Apothekarius, oder? Ja, ich bin eine der wenigen Mannschaften, die einen haben. Ich glaube, du brauchst doch einen. Also jetzt mal so generell gesehen. Nicht, dass ich mich jetzt so hochstelle und sage, ja, gegen mich brauchst du einen Apothekarius. Nee, ist richtig. Meine Leute haben ja alle nur, ich glaube, ich möchte Offense spielen für den Anfang, zum Reinkommen. Ja, meine Leute haben ja alle nur Rüstungsschutz 7. Deswegen brauche ich das tatsächlich. Ich habe ja schon ein bisschen für mich selber an deiner Mannschaft rumgehatet. Einfach Ah, weil du vier tatsächlich. Gossenläufer hast. Das fuckt mich jetzt schon am Anfang ganz schön an. Du meinst zwar oft so ein bisschen, ich will nicht sagen gehbehindert, aber ein bisschen langsam sind? Gehbehindert darfst du ruhig sagen, das trifft's gut. Ah, gut, okay. Ich meine, das Maximale, was ich an Bewegungsreichweite habe, kommt auf meinem Werfer und das ist 5. Ach, wirklich? Kein Stress. Oder waren das meine Blitzer? Ne, 6. Meine Blitzer haben die meiste. Ich wollte gerade sagen, die müssen noch schneller sein. Ah. Aber nicht viel. Ganz typisch steht die Blitzer auf die Außenposition genommen. So. Ja, das wird auch noch besser, weil wenn es an Gehbehindert geht, dann sind es die Schwarzochsen, die haben nämlich nur 4. Aber das Ich hatte hab ich in ge. einem. Mach du Ja. erst. Nee, du. Das hatte ich in einem anderen Spiel. Da ist einem meiner Schwarzochsen die Bewegungsreichweite gekürzt worden. Dann ist Genau der das mit wollte ich 3 auch gerade rumgerannt. ansprechen. Das habe ich nämlich Okay. gesehen, wie du da rumgeraged hast, irgendwie, wie er dann nur noch 3 hatte.
So, Moment, erstmal Grimmskull muss auf seine gewohnte Position rechts außen. Ach ja, der einzige Spieler mit History. Oh. Ja, ja, wie hast du es mit den Namen eigentlich gemacht? Hast du die alle per Hand vergeben oder sind da ein paar Zufallsausgewürfelte? Also ich habe alle möglichst orkig mir ausgedacht. Ja, das habe ich gesehen, ja. Bis auf den guten Grimmskull rechts außen. Der war in meiner ursprünglichen Saisonmannschaft schon drin. Und das ist tatsächlich der Name von dem Ork-Boss aus diesem Third-Person-Action-Spiel Space Marine. In meiner alten Mannschaft habe ich alle Orks nach irgendwelchen Orks benannt, die es bei 40k oder Fantasy wirklich gibt. Und Grimmskull hat halt böse rumgeraged und böse auf die Fresse gegeben. Ja, ich habe gesehen, der war ja da der Chef-Oberficker in deiner Mannschaft da, ne? Das irgendwie. Ist ein schöner Titel, den behalte ich, glaube ich. Chef-Oberficker, ja, auf jeden Fall. Das ist also. Das war schon ziemlich cool. Das waren dann so Spielzüge, in denen er irgendwie zwei Gegner im selben Spielzug, also einen hat er umgehauen, dann ist er durchgelaufen und hat den anderen dann direkt gedeckt und all so einen Spaß. Das war schon ziemlich klasse. Ja, auf jeden Fall krasse Nummer, die er da irgendwie teilweise geschoben hat, habe ich gesehen. Ich liebe den Kerl. Das ist mein Spieler. My man. Ja, da wurde es mir auch ein bisschen Angst und Bange, muss ich sagen. Ich sehe das jetzt schon kommen. Der macht jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr. Das würde passen. So, meine Moschline ist quasi bereit, aber ja, ich sehe das. Du siehst nicht sonderlich bereit aus, mich da in der Mitte zu treffen. Ich bin schwer enttäuscht. Ich versuche das irgendwie zu vermeiden, so ein bisschen, wenn es geht. Wie gesagt, Skaven und Bashen ist jetzt so. Also, ich weiß nicht, ich verstehe dich ja nicht. Ich meine, wir sind beide grün, wir müssen zusammenhalten, uns in der Mitte treffen. Schönes Ehrenbild. Hast du schon das Wetter gesehen? Nee, was? Oh, ja, heiß. Gut. Ja, heiß. Da gibt es dann Würfelwürfeln, immer wenn neu angestoßen wird quasi. Ja. Ich hoffe beim ersten nicht. Kacke. Ach nee, immer am Ende eines Strives. Okay, cool. Mhm. Also das kann sich auch noch ändern am Anstoß. Ja. Ja, aber dann ist es zu spät, ne? Also einmal würfeln wir auf jeden Fall. Achso, ja, du meinst jetzt am. Ja. Ja, du hast recht. Anstoß-Event kann ja auch aufklaren. Ja, hast du recht so. Ich hatte das eine Mal, da war das Wetter irgendwie, ich glaube. Eis, Hagel, Scheißgedöns. Dann habe ich einen Anstoß gemacht und bumm, Sonne. Randale, beide Mannschaften verlieren ein. Oh. Ja, super. Scheint wohl ein schnelles Spiel zu werden. Oh ja. Fuck. Ja. Ich habe ein bisschen riskant gemacht, aber ich dachte, das muss ich jetzt mal. Aber ich meine, Orks sind generell nicht die geilsten, was Anstoß angeht. Nicht? Wieso? Da fehlt denen irgendwie das nötige Feingefühl in den Klobefüßen. In den Klobefüßen. Das hast du aber schön gesagt. Guck dir die Stiefel doch mal an. Das sind irgendwelche Quadratlatschen aus Eisen. Oh, herrlich. So, ich würde sagen, ich leg mal hier direkt mit einem. Ach, Scheiße, ey. Da bin du meinst ich mit einem Reroll los? Versuch direkt einen Reroll zu nehmen, tatsächlich. Es ist zum Kotzen. Fida hast du nicht. Ah, okay. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Fida hast du ja nicht, ne? Oh, das sieht aber nicht gut aus. Oh, das aber ist, hey. Ich meine, du versuchst gleich als erstes Grimmskull zu hauen, das ist keine gute Idee. Ja, das deuchte, also es wurde mir dann irgendwie klar plötzlich, aber. Ja, der Junge ist, der hat auch was auf dem Kasten. So. Bin ich mal gespannt. Deine Gossenläufer scannen mich ja schon ein bisschen. So, ich mag generell keine Spieler, die innerhalb von einem Zug auf mich scoren können. Ah, nee, so gut sind die ja, also von der Mittellinie aus schaffen die es noch nicht, ne? So toll sind die einfach. Nee, aber wenn du einmal abgibst quasi. Ich meine jetzt nicht im ersten Zug, aber im Grunde genommen einen Zug, das ist möglich, glaube ich. Ja, die Bewegungsreichweite 9, die. Das ist eklig. Kommen da schon relativ weit, wenn sie es drauf anlegen. Besonders das Ausweichen hasse ich, weil du kannst ja nicht mal anständig auf die Mütze hauen. Ja, richtig so, würde ich sagen, ne? Aber ich feiere deinen Namen ja ganz schön. Ja, ich habe mir keinen davon selbst ausgedacht, ne? Das sind alles Originalnamen aus der Serie. Überraschenderweise. Das ist trotzdem geil. So, wer hat denn bald Donatello, ja? Das tut mir jetzt echt leid, aber. Den mochte ich zwar immer gerne, aber trotzdem kriegt er auf die Fresse. Ja, wir werden sehen, was passiert. Ich habe das noch nicht alles angeguckt. Hast du Master Splinter auch? Das würde sich ja anbieten. Ja, das ist mein Werfer. Ah, okay, ja klar. Und, Nee, also irgendwo hat der Spaß auch auf. Ist auch Schluss, sagst du? Ja. Definitiv. Er kriegt Bartok auf die Fresse. Aber er heißt nicht umsonst da Behämmerte. Er hat schon mehr als einmal einen auf den Kopf gekriegt. Er ist da Behämmerte. Ja, da Behämmerte.
Aber der hat, ich hab mir den Ork angeguckt und das ist einer von diesen Orks mit der Stahlplatte im Kopf. Und ich dachte, das passt. So, machen die da? Joha, da muss ich tatsächlich ein bisschen Gas geben hier. Ich sehe das schon. Weil ich hier riskant spielen möchte gerne. Das mag mir jetzt gar nicht gefallen. Ah, es hat funktioniert. Sehr gut. Ich habe auch, wenn du mein letztes Online-Spiel gesehen hättest, dann würde dir das gar nicht so viel ausmachen, denn ich habe es in dem Spiel geschafft, diesen 83%igen Go-For-It-Roll, ne? Mhm. Den habe ich, glaube ich, in dem ganzen Spiel 7-mal versaut. 7-mal? 7-mal, ja. 83, ich hab den gar nicht so oft versucht, ja. Also das ist jetzt nicht so, dass ich in jeder Runde losgegangen bin. So, machen wir erstmal hier hin. Zack. Der ist nicht in der Tackle-Zone. Also komm schon, Grimmskull, zeig, was du kannst. Nee, Grimmskull, du darfst jetzt ruhig versagen. Das ist Waffenschande. Ja, genau so nämlich. Kein Thema. Sind wir jetzt? Komm schon. Es wird immer besser. Ja, gut. Ich hab's drauf angelegt. Ich wollte es so. Ja, also, ich ja auch, ne? Also. Gut. Machen wir uns trotzdem mal ein bisschen Spaß hier. Nee, macht das nicht. Dann nehmen wir die Ratte hier hinten schon einfach mal als gegeben an, dass die reinläuft. Und sehen wir zu, dass wir dem ganzen Rest hier vorne eine Lektion erteilen. Und sie Hochmut. Willst du jetzt alle verhauen? Du bist so böse. Die werden jetzt für den Hochmut ihres Kumpels bezahlen. So einfach ist das. Was meinst du denn mit Hochmut? Der macht einfach nur seinen Job. Ja, Hochmut. Orks haben nicht ein Verständnis von Jobs. Die haben alle denselben. Moschen! Richtig, genau. Orks, what is your profession? Moschen! So, geht jetzt mal dahin. Das Problem ist, dass gar nicht mal so viele direkt hier den Kontakt haben. Das heißt, meinen Blitz habe ich schon benutzt. Aber ein bisschen Spaß kann man trotzdem haben. An zwei Fronten. Einmal Ehren hier. Komm schon, gib ihm. Oh, Traumwurf. Traumwurf. Oh, so mag man Gott, das. Oh Gott, oh Gott. Wuchter, was? Der Zahnsammler war das? Ja, ja. Der sammelt gleich seine eigenen Zähne. Wuchter Zahnsammler. Scheiße, Mann. Ah, gut. Ich glaube, das war aber auch ein ganz, ganz böser Aufstellungsfehler von mir. Daraus lerne ich. Ja. Guter Drive. Ja, ich hätte es gerne noch ein bisschen herausgezögert, ehrlich gesagt, aber du hast einfach nachgezogen mit deinen Orks. Das fand ich ganz schön unfair von dir. Ich blöder Penner, habt ihr das mir einfach gegeben? Ja, ich meine, da hättest du, ne, wenn du mich nicht so unter Druck gesetzt hättest, hättest du noch ein bisschen moschen können im Mittelfeld so und dann wären alle glücklich gewesen. Ich hätte, glaube ich, nicht so viel moschen können mit Doppelskull. Ach so, ja, okay. Das läuft vielleicht nicht so gut. Dein Gegner stellt zu klein. Okay, jetzt bin ich. So, aber ich meine, das musste jetzt einfach sein. Ich meine, wir haben einen Zug verloren, also müssen wir auch möglichst schnell hier den ersten Score haben. Ist ja wohl logisch. Ja, wir wollen ja so, hier die so Action gesehen. Liefern. So, jetzt schauen wir mal, dass wir die grüne Walze ein bisschen ins Rollen bringen. Nee, chill mal. Warte mal, mir fehlt gerade irgendwie, bin ich blind oder fehlt mir ein Lineman? Es müssen noch vier sein. Müssen haben. Hier. Ach, einer liegt hier draußen rum. Ach, dem ist zu heiß geworden, siehst du? Das ist nämlich passiert. Oh, okay. Oh, bei mir auch einer. Was ist es bei mir? Echt, bei dir liegt auch einer? Grimmskull liegt draußen. Grimmskull, naja, der hat gearbeitet, der muss sich erstmal ausruhen. Aber ich hab schon gesagt, nachdem er in meinem Saisonspiel so gut war, der leistet hier gar nichts. Ich glaube, das war ein Fehler. Der ist jetzt überarbeitet. Der ist in zwei Mannschaften gleichzeitig. Das ist der Erfolgsdruck. Ja, weißt, scheiße, Mann, der Arme. Ja, der hat auch insgeheim angefangen, hier alchemistische Tränke zu nehmen, so illegal und so. Ja, illegal im Blood Bowl, ne? Ja, dann weißt du erstmal, wie hart die Tränke sind, wenn die sogar im Blood Bowl illegal sind. So. Aber sind wir wenigstens gleich viele, wenn beide einen verloren haben. Wobei ich schon sagen muss, dass ich glaube, dass so ein Blitzer doch ein bisschen hart ist. Ja, das... Ich meine, Lineman, weißt du, damit rechne ich eigentlich, dass ich den innerhalb des Spiels verliere.
Die sind ja sowieso das Kanonenfutter. Aber so Blitzer zu verlieren, ist schon ein bisschen hart. Ah, ja, da kommt er wieder. Spiel heute ein bisschen zurückgezogen. Habe ich mir gerade überlegt. Ey, ich sehe das schon. Das ist die berühmte Ehering-Formation, nicht wahr? Meinst du, weil ich klammere, oder was? Not bad. Soweit habe ich den gar nicht durchdacht. Ja, das ist die O-Formation und in der Mitte ist die Moshpit und da möchte natürlich keiner meiner Sklaven drin sein. Ja, klar. Ist ja ganz klar, ne? Ich hatte erst überlegt, ob ich es Donut-Formation nenne, aber ich fand E-Ring dann jetzt irgendwie, ich weiß nicht, das klang besser. Ich durchdenke das meiste, was ich sage, jetzt auch nicht so genau. Also. Das macht gar nichts. Ich glaube, das ist auch ein Fehler, wenn du so viel reden musst. So, ach, Feldspieler. Komm mal her. Wir wollen jetzt den Verlust von Grimmskull nicht nur ausgleichen, sondern rächen. Und das habe ich vorhin schon gesagt und dann ist es schiefgelaufen. So. Mach mal den Dolch. Da sehe ich doch schon, welche Ziele du hier ins Auge fasst. Ja, deine Ratten. Ja. Alles, was grün ist. Moment. Du, das ist gar nicht so abwegig, so viel wie Orks sich untereinander prügeln. Ja, so gesehen, ja. Es gab, glaube ich, im... Ich habe ja... was ist das jetzt? Ach, guck mal, gutes Wetter abbekommen wir. Ich weiß gar nicht, ob das bei Warhammer Fantasy oder Warhammer 40k war, aber da gab es auf jeden Fall eine Regel, dass, wenn du eine 1 würfelst, deine Orks einfach stehen bleiben und sich untereinander prügeln. Ach so, natürlich, eine gepflegte Schlachtfeldprügelei. Ja, sich vor gut an, beim Moraltest oder wo? Genau, richtig, beim Moraltest. Ja, cool. Ich habe mir das immer ein bisschen arrogant vorgestellt, weil irgendwie ist das ja schon so ein bisschen disrespectful, wenn die da stehen und sagen, ja, wisst ihr, ihr seid einfach keine Herausforderung, wir prügeln uns jetzt mal untereinander. Ja, vielleicht haben die auch einfach Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Taktik gehabt und haben sich deswegen, weißt du, das kurz diskutieren müssen quasi. Ja, Orks und Taktik. Ja. Ich sage, wir rennen los und hauen sie. Ich sage, wir hauen sie und rennen los. Du Penner, komm her. Moment. Ich glaube, viel komplizierter werden die Diskussionen nicht. Ach Mensch, da hast du aber ein paar schöne Blocks hier an der Linie. Ja, jetzt wollen wir noch ein paar Tote sehen. Wow! K.O. Ja, ist verkraftbar. Ja, das ist ja auch Aufwärmphase noch. Ich meine, guck mal, die Schwarzorks werden jetzt gerade erst warm, wie man hier sieht. Richtig. Und ich habe ja auch eigentlich Glück, dass ich so früh auf dich treffe, weil die alle noch keinen Block haben, die Schwarzorks, ne? Es ist aber auch schwer, den Block zu geben. Ja, mit Stärke 4, also okay, gut, ich sehe das ja an meinen Sauri, ich spiele normalerweise Echsenmenschen. Ah, du bist ja ein ekliger Mensch. Und, ja, ich weiß. Aber weißt du, ich dachte mir so, Echsenmenschen sind eigentlich ein Anfängerteam, du hast nicht so viel Auswahl bei den Spielertypen, du kannst schön bashen, ja, straightforward, das kommst nicht in die Verlegenheit, irgendwelche Passspielzüge spielen zu müssen und so. Ja. Nee, also das Schöne bei den Echsenmenschen ist auch, weswegen ich die auch tatsächlich, wo ich dir recht gebe, ein nettes Anfängerteam finde, ist, die haben im Vergleich zu den meisten anderen Mannschaften sehr, sehr klar definierte Rollen. Ja, und sie haben halt nur zwei Rollen, ne? Ja, genau, richtig. Becher und Ballträger. Du weißt, hey, das ist ein Skink, den lasse ich mal möglichst weit von allem weg, was irgendwie größer ist als er, also alles. Ja. Und ich habe meine Saurier und das sind im Grunde, wow. Bester Laufweg ever. Ja, gut. Lassen wir so stehen. Das ist ja, unser Moondance-Org. Das sah schon gut aus. Und die Saurier sind im Grunde genommen, ja, Chaos oder Orks. Die sind dann, ey, komm mal her, wir geben euch mal so richtig schön gepflegt aufs Fressbrett. Richtig. Und vor allem diese Kroxigore sind ja echt eklig. Ah, die sind so ziemlich mit die besten Big Guys im ganzen Spiel, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Also zusammen mit den Minotauren. Ich finde die Minotauren auch ziemlich stark. Ja, dadurch, dass sie halt Frenzy haben und Wild Animal und das geht, ne? Wenn man die halt offensiv einsetzen möchte die ganze Zeit, dann haut das alles hin. Ja, der größte Vorteil im Vergleich zu den meisten anderen Großen, finde ich, ist vor allem, dass die nicht dumm sind. Weil wenn du jetzt einen Ogre hast oder einen Troll, die haben ja die Regel dumm. Dass sie einfach überhaupt nichts machen. Und die Bäume von den Elfen haben ja Wurzeln schlagen. Festwurzeln, genau. Aber wie ist denn das? Minotauren verlieren dann nicht mal ihre Tackling-Zone, ne? Wenn die irgendwie Wild Animal haben, nee, oder? Nee. Wild Animal hat immer noch eine Tackle-Zone. Die dürfen immer noch... Das ist ja auch der Unterschied, glaube ich, zwischen dumm und saudumm, wenn ich mich recht erinnere. Ein Ach so, Ogre ja, das verliert, weiß ich gar nicht. Wenn ein Ogre hat dumm, das heißt, er kann nicht mehr laufen, aber hat noch eine Tackle-Zone. Und ein Troll hat zum Beispiel saudumm.
Das heißt, er verliert beides. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, also verlass dich da nicht auf mich. Wie gesagt, immer noch Anfänger. Nee, aber es kann schon sein irgendwie. So, wie mache ich das denn? Möglichst ungeschickt, oder? Ja, immer. Also, die Strategie kann ich unterstützen. Ja, okay. das habe ich mir irgendwie gedacht gerade. Wobei, wen ich besonders interessant finde bei den Big Guys, ist von den Zwergen. Diese komische Dampfwalze. Der Steamroller, Deathroller oder wie auch immer der heißt. Das ist krass. Der ja irgendwie dann aber Halbzeit oder nach einem Drive vom Feld fliegt. Ja. Oh Gott, ich brauche echt die verlängerte Zugzeit, weil ich komme hier gerade gar nicht klar. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, wo ich durchbrechen soll, verstehst du? Oh, das ist aber auch cool. Du setzt schon voraus, dass du irgendwo durchbrichst. Naja, ich muss das irgendwo versuchen. Das ist also, ne. Ja, nö, klar. Du, ich kann das vollkommen verstehen. Okay, klar. Ja. Ja, wenn man nicht selber an sein Team glaubt, wird es kein anderer machen. Ja, richtig. Na, dann brich mal durch. Na, ich versuch's gleich mal. So, das sind deine Storm... Von den Stormwomans hast du zwei, richtig? Ja, ganz genau. Okay, das sind die mit Block, das sind die, mit denen ich mich nicht hauen möchte. Oder sagen wir mal nicht unbedingt. Doch, möchtest du. Die sind auch eigentlich ganz harmlos. Muss man die ja wollen dazu spielen? Sagen. Ja, die spielen nur gerne. Wobei die ja schon ziemlich cool aussehen. Ich mag dieses ganze Warp-Tech-Zeugs von den Skaven. Ja, das ist auf jeden Fall richtig geil, oder? Komm schon, du schaffst es, du. Ja, er schafft es sehr gut. Das mochte ich auch schon immer. Wir haben damals viel hier Tabletop gespielt und da gibt es einen, ich glaube, da gibt es auch ein Spiel von hier, Mordheim. Ja, genau. Das habe ich nie gespielt. Ich habe die 40k-Variante Necromunda davon gespielt. Ja, das ähnelt sich ja total, genau. Und Mordheim hatte schon immer so ein relativ cooles Gothic-Feeling. So dieses ganze Weltuntergangsding. Da ist ja jetzt auch Vermintide rausgekommen. Das ist ja auch sehr, sehr Skaven. Ja, genau. Das finde ich so vom Spielprinzip her nicht so geil, das Spiel, muss ich sagen. Aber diese, auch an 40k, dieses ganze Universum, dieses finstere Gotische da dran, das finde ich immer total faszinierend. Allein diese Kathedralenschiffe sind einfach ziemlich cool. Oh, ich freue mich schon auf, wie heißt es denn? Battlefleet Gothica? Heißt das so? Darauf freue ich mich schon richtig. Das sieht richtig klasse aus. Die Schiffe sind einfach cool. Ja, die Imperiumsschiffe, ey, so hammermäßig irgendwie. Mit diesem U-Boot-ähnlichen Bug da vorne. So, du gehst mal dahin. Dann wollen wir... Was wollen wir denn mal? Weiß ich nicht. Du möchtest eigentlich von deiner Seite aus mit dem Beiträger stumpf nach rechts laufen? Ja, nein. Und doch, ich bin mir da sicher. Gut, dann den will ich hauen. Den mag willst du doch nicht hauen. Ja, der guckt mich fies an. Oh Gott, er hat böse geguckt. Er hat den bösen Blick. So, das reicht den Ochs schon als Provokation, das weißt du. Ja, natürlich. Ach, das ist doch auch nur ein billiger Vorwand. Ja, im Grunde wissen wir doch beide, der einzige Grund, den ein Ork braucht, ist, hey, guck mal, da existiert etwas. Lass es uns hauen. So. Ich mal gucken, nicht, dass ich mich hier verquatsche und dann nur Scheiße mache. Wie ist das? Der Ball ist nebensächlich für dich eigentlich so ein bisschen, ne? Das ist zumindest mein Motto. Ich habe geschrieben, der Ball ist was für Elfens. Ja, so stellst du auch gerade deine Leute hier an meine Leute ran. Und ich bin nicht zufrieden damit. Das habe ich ja total gefeiert. Ich habe ja mein Team. Oh, schön. Noch einer K.O. Na herrlich. Ich habe ja mein Team erstellt. Mit dem Motto: Der Ball ist was für Elfens. Mhm. Und dann habe ich Mr. Murps Vorstellungsvideo gesehen. Mhm. Und seine Elfen haben das Motto: Wir sind die Herren des Balls. Ja, stimmt, ja. Wann ich dachte, ja, aufeinander. Das sehe ich auch so. Genau deswegen haben wir ja was gegen euch. Oh. Ach, deswegen. Das erklärt alles. Oh. Was? Willst du mich rollen? Junge, alter Naffel, was ist los mit dir? Ist doch nicht dein Ernst. Ich würde ja sagen, es tut mir leid, aber ich freue mich gerade zu sehr. Ja. ich meine, ich habe nur 4 Spieler draußen liegen, weißt du, das ist okay. So, 3 Würfel sind genug? Ja, das denkst du? Für einen Push? Ja, lass mich erstmal ausreden, für einen Push, das wollte ich von Anfang an sagen. Der Mighty Push.
Achso. Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Ork-Runde. Da hast du mir hier ein tolles Ei hingelegt, ganz ehrlich. Weißt du, wenn du das nicht so eng nimmst und einfach das alles so als grüne Masse siehst, dann sieht das gar nicht so grim aus. Ja, das stimmt, aber es hilft mir gerade nicht so richtig weiter, muss ich sagen. So, nee, das war jetzt auch eher ein schwacher Trost, das tut mir leid. Das ist kein Problem, das musst du gar nicht leid tun, du, das ist halt manchmal so. Ich meine, das einzige Mitleid, was Orks geben können, ist falsches Mitleid, also. Ja, das ist aber schon mal immerhin etwas. Komm, ja, du kannst das, ja, er kann das, sehr gut. Sich wenigstens. Aber die haben sogar nur Stärke 2. Ja, die haben Stärke 2, deswegen, oh ja, da hat er seine Dodge-Fähigkeit sehr gut benutzt. Das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen, ich dachte, die wären auch Stärke 3. Nee, ach nein, dann wären die ja total OP. Okay. Die haben halt Gewandtheit 4. Ach, der Mighty Push. Mighty Push. So. Ups. War das gerade ein eleganter Stoß mit dem Schwanz? Ich weiß gar nicht, womit. An Elfen finde ich auch so faszinierend, ne? Die sind, mit wem habe ich denn jetzt letztens diskutiert? Ich glaube mit Alexandra, dass die Typen sich da total zu fein sind, die Gegner mit der Hand zu berühren. Okay. Und deswegen die immer nur treten, ne? Okay. Sie wollen sich halt wortwörtlich nicht die Hände schmutzig machen. Ja, irgendwie. Interessant. Nee, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das sind hier halt die Animationen, das ist mir letztens irgendwann mal aufgefallen. Wobei, den Animationspreis kriegen meiner Meinung nach immer noch die Chaos-Krieger. Mit ihrem Dropkick? Mit ihrem Dropkick, genau. Ich feier den so. Das ist die Härte, ja. Das ist richtig klasse. Ja, toll. Eigentlich kann ich den doch direkt hier hinlegen, oder? ich weiß gar nicht, die drei Jungs, die da stehen und ihn böse angucken, die wollen ihn sicherlich nur nach dem Weg fragen. Ja, denke ich auch. Naja, so jetzt. So, was soll's? Geh's mal dahin. Geh's mal dahin. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir überhaupt noch die Mühe mache, meine Jungs da vorzustellen. Ich meine, du hast eh ausweichen und meine Leute können nichts machen, also. Von daher. Achso, du meinst meine Gossenläufer zustellen mit deinen Jungs? Oder generell irgendwas zu stellen. Obwohl, die anderen haben ja kein Ausweichen, nicht? Nee, und die haben auch nur Gewandtheit 3, ne? Das sind wirklich nur meine Gossenläufer, die da so hart drauf sind. Aber ich meine, wenn die würfeln müssen, ne, dann, wenn der Gegner würfeln muss, dann hast du ja schon mal bessere Siegchancen, prinzipiell, hier bei dem Spiel. Oh, das war aber ein Lag gerade. Na gut. Oh ja. Ja gut, schieben. Da ist ja wieder der schieben Mighty Push. Schieben wir uns mal rein. Folgen. Der Mighty Push. So, dann nehmen wir mal unseren Ballträger, der ist sich natürlich auch nicht zu fein hier mal. Ich lasse ausweichen. Ausweichen ist total gut. So, zack, hau drauf. Das ist das, was ich an Hochelfen mag, tatsächlich. Dass die am Anfang zwar Geschicklichkeit 4 haben, aber kein Ausweichen. Die haben ja irgendwie am Anfang gar keine Skills. Aber dafür haben die halt Rüstung 8. Und das ist für Elfen einfach super mächtig. Wobei haben die die Dunkelelfen das nicht sogar auch? Ich glaube, bei denen haben es nur die Blitzer. Ja? Gut. Mhm. Ich war mir da gerade nicht so sicher. Nee, ich kann dir das auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Weil ich mache halt auch noch nicht so lange Blood Bowl. Und hab's auch nie als Tabletop gespielt. Nee, das bei mir auch nicht. Also das Tabletop Blood Bowl habe ich auch nicht gespielt. Da fehlte mir bis jetzt einfach immer die Gruppe, weil unsere Gruppe war immer 40k. Ja. So in allen Belangen. Meine auch. So, na toll, das ist ja hier großartig irgendwie. Da weiß ich noch, das Genialste, was wir mal gemacht haben, wir haben auch, also mit derselben Gruppe, mit der ich Tabletop spiele ich auch Pen and Paper, oder habe ich Pen and Paper gespielt. Mhm. Und wir hatten dann, oder einer aus unserer Gruppe hat irgendwann einen riesen Glücksgriff gelandet und das Pen and Paper System, was war es? Nicht Deathwatch, sondern, ich weiß nicht, da warst du auf jeden Fall Teil von einer Inquisition und hast dann das Gefolge eines Inquisitors gespielt und der hat sich dann auf Missionen geschickt und alles, das war ziemlich cool. Ah, okay, das hört sich echt super interessant an. Schattenjäger heißt das. Ah. Das ist echt ziemlich cool, weil du hast halt so sehr viele Detektivelemente da drin und bist halt die ganze Zeit einfach mega evil.
obwohl du eigentlich in Klammern das Gute aus Sicht des Imperiums tust, was ja nie wirklich das Gute ist, weil es das Imperium ist. Eigentlich, verstehe. Ja, die Lösungen unserer Gruppe waren immer sehr, sehr feuerlastig. Ach, ist ja merkwürdig. Ich glaube, der ist korrumpiert vom Chaos. Bist du dir sicher? Nee. Wir sollten ihn sicherheitshalber verbrennen. Auf jeden Fall. Ach Mann, jetzt wird es hier schon wieder irgendwie ein bisschen kritisch. Aber der Rundenzähler steht in deinem. Steht dir quasi positiv gegenüber. Dadurch, dass Orks halt nicht so irre schnell sind, ne? Eben, genau, das meine ich. Ich komme jetzt nicht so weit. Ich finde, wenn ein Ork umfällt, der klingt immer wie so ein Wal. Ja, das hast du in einem von deinen Videos schon und ich habe so gelacht, als du das meintest irgendwie. Besonders die Blitzer. Du hast recht. Ah, schön. So, na gut, die haben zwar alle Stärke 2 hier, aber die Masse macht es dann doch irgendwie. Das habe ich mit meinen Skinks auch schon ganz gerne gemacht. Irgendwie einfach so einen Schwarm da ranstellen und dann war der Gegner immer überrascht, dass sie da was reißen können. Ja, du lässt sie dann auch gerne mal einfach so mit 2 Leuten da dran stehen und vergesst dann total, dass sie dann trotzdem immer noch einen Würfelwurf haben. Ja. Oh, was für eine Entscheidungsfreiheit. Ja, ist schwierig. Ich glaube, ich lasse mich mal schieben. Oh, hast du es gut überlegt? Ich meine, schieben ist jetzt schon ganz schön hart, ne? Jetzt kommen wir hier nicht mit überlegen, damit fangen wir gar nicht erst an, wir sind stolze Grün heute. Wir lassen so einen Kack, das kommt mir nicht in den Kram. Nachdenken. Sowas kommt mir nicht in meinen Moshpit. Oh nein! Da war's. Nehme ich den? Skippe ich den? Ah, ich glaube, ich brauche den später nochmal. Oh. Ja, betäubt ist okay. Was? Das Splinter? Der sollte es eigentlich besser wissen. Ja, sein Implantat, weiß er das. macht ihm noch ein bisschen zu schaffen. Da hat er sich noch nicht ganz dran gewöhnt. Das ist Robo-Splinter. Ja. Was machen wir denn mal? Moschen. Ja, das ist klar. Die Frage ich meine diese Frage schon immer drauf. der Finn hat das schon ganz gut erkannt, glaube ich, ne? Inwiefern? Ja, sein Teammotto ist ja Hauze, immer auf die Schnauze. Ja, vor den Chaos habe ich auch offen gesagt ein bisschen Bammel. Einfach weil die ja später ihre ganzen. Weil die ja später ihre ganzen Transformationen hier Mutationen kriegen. Und richtig, ja. Fies. Das, also später werden die echt mies, glaube ich. Jetzt am Anfang geht's noch, hoffe ich. Ja, weil sie da noch nicht viel haben. Genau. Ja, ich glaube, ich treffe als allerletztes auf die Chaos-Leute. Nach dir spiele ich jetzt die ganzen Elfen durch. Na, das geht ja. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Na gut, ich glaube, anfangs hast du ganz gute Karten gegen die Elfen, einfach wegen deinem Ausweichen. Das fehlt ihnen ja noch ein bisschen. Weiß ich nicht. Ach nein! Ach, Casey, das kann doch nicht wahr sein. Wie viele Leute von mir schon draußen liegen, ne? Ich glaube, das war Nummer 5, ja, Nummer 5. Das ist echt übel. Ja, wir arbeiten für die zweite Halbzeit schon mal vor, merkst du, ne? Naja, ich merk das. So, wie viel habe ich noch? Komm, das kannst du dir mal leisten, hier zum Ball zu gehen. Dann stellen wir ihn mal hier dran. Da dran, Ihn stellen wir mal... da dran. Ich krieg jetzt keinen richtigen Käfig hin, das finde ich ein bisschen scheiße. Ja, das macht nichts. Ist mir klar, dass ihr das nichts macht. So, und dann hauen wir ihn mal um. Folgen. Schön. Ach, noch ein Rüstungsdurchschlag, Mann. Was ich an den Orks natürlich echt cool finde, ist vor allem bei den Schwarzorks mit diesem tiefen Helm, wie diese richtig hasserfüllten gelben Augen da rausgucken. Die schreien einem direkt entgegen, so, ich bring dich um. Warte mal, ich muss mal gerade ranzoomen. Ja, schon. So, ich brauche einen cleveren Plan. Ja, das ist meistens hilfreich. Außer du spielst Orks, dann ist es eher hinderlich, weil das verwirrt die Orks nur. Den kommst du dann an mit irgendwelchen Flankenmanövern und sagst hier, das und das und dann sagen die wird. Und dann hauen sie dir auf die Fresse. Finde ich immer schon so ein schönes bisschen Informationen, wenn man den Ansagern ein bisschen zuhört. Ich weiß gar nicht, ob es hier mit bei war. In Blood Bowl 1 war es, glaube ich, mit drin.
Wo sie dann erzählen, ja, die Orks hatten bis vor 200 Jahren oder so nicht mal verstanden, dass es in dem Spiel einen Ball gibt. Ja, genau. Ah, so schön. Großartig. Und ich dachte mir so, hey, du hast bei 40k Orks gespielt, du spielst auch bei Blood Bowl Orks, du weißt, wie man das macht. Das war bei 40k immer so schön. Du hast einfach so einen Haufen von fast 40 Ork-Boys da gehabt und hast sie einfach übers Feld geschoben. Solange bis sie irgendwas zermobbt haben. In, ich weiß gar nicht, in welcher Edition das war, da durftest du ja auch so viele Orks quasi in so ein Fahrzeug laden, wie du Bock hattest, ne? Dritte, glaube ich, war das. In der vierten ging es auf jeden Fall nicht mehr. Aber es war schon eine Menge. Also wenn du so einen einfachen Buggy von den Orks hattest, da konntest du 20 Boys raus reinholen oder so. Wenn man die Waffen so ein bisschen miteinander verhakt und so, ne, geht auf jeden Fall alles. Ja, die stapeln. Ist doch logisch, die stapeln. Ja. So, okay, die konnte ich schon mal alle lösen. Das ist schon mal wichtig für meine Verteidigung. Was noch viel lustiger war, was dann immer noch ging, die Transportfahrzeuge von den Orks galten als offene Fahrzeuge. Das heißt, die Insassen durften rausschießen. Ah, und das ist natürlich auch geil. Ja, und vor allem, ich meine, Orks treffen den Scheiß mit ihren Schusswaffen. Aber du konntest tatsächlich die Flammen, also die Flammenwerfer-Orks da auch reinpacken. Was? Und die haben dann, die Flammenwerfer-Orks, die haben einfach nur... Ja, und das Schöne war, du bist dann mit dem Fahrzeug direkt neben so eine Infanterieeinheit gefahren, hast eine Schablone draufgelegt und hast auf jeden einzelnen Infanteristen so viele Treffer gelandet, wie du Orks in deinem Fahrzeug hattest. Das war richtig assi. Das ist echt ein bisschen mies, aber hey, warum nicht? Also du hast dann irgendwie 20 Orks, du hast dann irgendwie 20 Orks in deinem Fahrzeug, ne? Mhm. Und da war ein 10-Mann-Trupp von Elfen. Dann hast du deine Schablone angelegt und dann hast du 200 Würfel werfen dürfen. Ah, die Würfeleimer, die kenne ich aus Shadowrun auch noch ziemlich gut. Ach, Shadowrun ist toll. Ich habe auf seinem Kanal gesehen, dass du jetzt Hongkong spielst, ne? Ja, ja. Die Spiele sind richtig klasse. Die sind richtig geil. Ich verstehe nur nicht, warum sie die nicht auf Deutsch irgendwie... Ne, keine Ahnung. Aber ich habe die auch gespielt. Ich weiß, ich glaube, bei Hongkong bin ich jetzt gerade im letzten Level. Bisher gefällt mir ganz ehrlich Dragonfall noch am besten. Dragonfall war richtig gut, wie sich das so im letzten Drittel dann so entwickelt hat dann noch. Ja. Da hat es richtig Fahrt aufgenommen. Besonders in... Oh, da ist es mal passiert. Ich habe mich schon gefragt, wann hier mal einer von uns richtig auf die Schnauze fällt. Ja, es war ja wohl klar, dass wenn, dann ist es ein Ork. Ich meine, das ist unser Recht. Grün heute. Das habt ihr euch einfach mal hart verdient, würde ich sagen, ne? Ja, nach den ganzen Chaos, dann muss das passieren. Irgendwann schlechter... Ich meine, Nuffel kann einen ja nicht einfach nur beschenken. Richtig, das wäre dann zu einfach. Aber besonders, um nochmal auf Dragonfall zurückzukommen, ich mochte die Begleiterquests total, die sie da drin hatten. Ja, auf jeden Fall. Die von, ich glaube, wer war es denn? Glory, die mit den beiden Robo-Armen. Als du dann diese komische satanistische Kinderstätte da auseinandergenommen hast. Das war auch, ey, das war so eine Quest, wo ich mir dachte so, ach du Scheiße. Ja, oder? Das war wirklich so. Ey, vor allem, du hast ja dann von ihr die Hintergrundstory immer weiter bekommen. Mhm. Und je weiter sie dir erzählt hat, was mit ihr passiert ist, desto mehr dachte ich so, ich glaube, ich will den Rest gar nicht wissen. Ja. Ey, das war schon echt super gemacht. Das haben die echt cool gemacht. Ich freue mich auch, wenn sie da nächstes machen. Das werde ich mir auch sofort kaufen. Auf jeden Fall. Die haben ja vor kurzem von, ach, ihr könnt eigentlich noch liegen bleiben. Die haben ja für Battletech, auch was ich nie gespielt habe, ernsthaft. Ich auch nicht. Aber haben sie ja einen Kickstarter gemacht, da habe ich ihnen auch mal ein bisschen Geld in die Hand gedrückt. Und davon, yes! Fuck. Und davon verspreche ich mir auch eine ganze Menge. Nein! Okay, und dann findet er, was ist das denn ernst? Fällt er mal da ein, Mann! Warum? Ha. Huh. Ja, das ist aber ziemlich risky, wenn ich da was machen will. Das wird interessant. Ups, mal. Das wird super interessant, hoffe ich. So, er muss hier mal ein bisschen aufstehen gerade. Lass ich ihn nochmal dodgen. Oh Gott. Was? Ich meine, was soll passieren?
Ja, das so weiß ich ja auch nicht. Es könnte alles Mögliche passieren. Ach so, ja, ja, klar, Verletzungen und so. Nee, das musst du wissen. Ich gebe dir da bestimmt keinen guten Ratschlag. Gib mir einen schlechten und ich mache dann das Gegenteil. Wie wär's Würfel, damit? Würfel, so viel wie du kannst. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, gut, okay. Ach, Gott, 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 Gott. Okay, wie komme ich aus der Situation jetzt mal einigermaßen gut raus? Wie kann ich dir die Situation versalzen, ist die Sache. Ah, na, da denk mal gar nicht weiter drüber, das will ich gar nicht hören. Ich meine, im Moment ist es noch nicht wirklich schwierig für dich. Naja, gut, aber... kommt der denn... Ich versuche es. Nein! Oh, fick dich! Ich meine, verdammt, das ist jetzt aber ein Pech. Das war jetzt aber suboptimal und ärgerlich. Ja, schon ein bisschen. Nee, aber... Da hätte ich beinahe meine Kontenance verloren. Aber das ist ja das Schöne an Blood Bowl, dass es einem in einem wirklich so diese Emotionen raushaut. Ja. So. Das ist aber, ich habe keinen Reroll mehr, also so gut, so wahrscheinlich ist das gar nicht. Schauen wir mal. So, und jetzt wollen wir... Mit, well, wie, was, yes. Ach so, machst du das? Ich dachte, du blitzt gleich mit deinem... Aber du hast ja 4 Blitzer, von daher... Ja, ja. Ja, Hauptsache nee, weg. Ach, das ist falsche Feld. So. Ich will mit meinem Werfer gar nicht weiter aufstehen, weil der kommt eh nicht bis zum Touchdown. Ja, aber dein blöder Blitzer halt. Ja. Nee. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Nein! Yes! Nein! Yes! 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 Wir machen Cut zur Halbzeit, oder? Sag ja. Ich sag einfach mal Tschüss, Jungs und Mädels. Wir sehen uns morgen wieder mit der zweiten Halbzeit. Ich bin gerade glücklich. Willst du auch noch was sagen, Reich hier? Nee. Gut. Ich teile das wahrscheinlich gar nicht. Ich bin gerade sprachlos.